beginnt, der von Worten getragen ist, den man zuhören kann, würde ich dann jetzt sehr herzlich Kai Oettinghaus bitten, ans Podium zu schreiten, sich das Mikrofon einzurichten und zu beginnen. Und uns allen wünsche ich unterhaltsame, spannende, interessante Minuten über ein wirklich spannendes Thema in der Bundesrepublik Deutschland am Geburtstag, 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Lieber Kai. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe ja ein bisschen auf den Terminkalender geguckt und habe zur Kenntnis genommen, dass diejenigen, die heute hier sitzen, entweder mit dem VfB nichts zu tun haben oder ich aufgegeben habe. Auf jeden Fall. Freue ich mich, hier zu sein, bedanke mich sehr für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem Abend etwas beitragen zu können. Ich muss aber gleich am Anfang gestehen, dass ich dabei einen bösen Fehler gemacht habe. Als mich nämlich Clemens Morlock und Thomas Albrecht und Jürgen Klafke von der Kaktus-Initiative im Hinblick auf diesen Abend und diesen Vortrag angesprochen haben, habe ich mich wahnsinnig geschmeichelt gefühlt und gleichzeitig belastet von ungezügelter Eitelkeit sofort Ja gesagt. Ich hätte fragen sollen, worüber ich reden soll. Und dann haben sie es mir nämlich gesagt, Sitte, Anstand und ehrbarer Kaufleute, und das sollte auch unterhaltsam sein, das war die Vorgabe. Das ist schwierig. Und als wäre das nicht schwierig genug, lautet der Auftrag dann auch noch, ich sollte ein Stück weit über Vorgänge in der IHK Stuttgart sprechen. Und dabei solltet ihr auch was zu lachen haben. Wow, jetzt stehe ich hier. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kaktus-Initiative einen Fehler gemacht haben. Die haben nämlich nicht gefragt, beziehungsweise nicht gewusst, dass ich ein Faible für Fidel Castro habe und insbesondere für die Länge seiner Reden. Wir werden also sehen, wie das heute Abend hier mit uns endet. Ich will am Anfang mal versuchen, euch und Sie ein bisschen einzustimmen auf dieses Thema mit einer möglicherweise Analogie von denen, die Kammerfreunde und Freundinnen sofort sagen würden, da spricht der böse Mensch. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass die vielen ehrbaren Kaufleute in den deutschen Kammern sich doch über die Jahrzehnte ein bisschen arg von den ehrbaren Gesellschaften, zum Beispiel in Italien, haben inspirieren lassen, weil sie dachten, das wäre das Gleiche. Und unsere Aufgabe als Kammerkritikerin und Kammerkritiker ist es nun, dieses kleine Missverständnis aufzuklären. Daran arbeiten wir jetzt schon seit vielen Jahren und es stellt sich raus, dass es vielleicht auch gar kein Missverständnis ist. Im Ernst. Laut IHK-Gesetz haben Industrie- und Handelskammern tatsächlich, das ist die wörtliche Begrifflichkeit aus dem Gesetz, für Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Einerseits kann sich die Präsidentin der IHK Stuttgart zurzeit berechtigterweise darauf berufen, dass sie nicht zur Zielgruppe dieses Gesetzes gehört. Das macht es für uns natürlich nicht einfacher. Andererseits, und das meine ich jetzt ganz ernst, auch wenn das Gesetz hier reichlich pomadig daherkommt, so steckt aus meiner Sicht da doch ein schöner Gedanke drin. Der ließe sich nämlich auch übersetzen damit, dass Kohle machen und womöglich um jeden Preis nicht der einzige Maßstab unternehmerischen Handelns sein kann. Im Grundgesetz findet sich dazu eine Entsprechung, die lautet: Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Nach bisherigen IHK-Standards dürfte alleine der Versuch, über so etwas in Industrie- und Handelskammern eine Debatte zu führen, als reichlich unehrenhaft betrachtet werden. Das ist im Moment die Realität in den Kammern. Nun ist es eine Sache, wenn immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmern der moralische Kompass abhanden gekommen ist, wenn sie denn je einen hatten.
Eine andere Sache ist, wenn eine Organisation, also eine ganze Organisation, hier die IHK-Organisation, die nach dem Gesetz und dem eigenen Verständnis gerade nicht Partikularinteressen verpflichtet ist, die tatsächlich diese pomadige Attitüde des ehrbaren Kaufmanns quasi wie eine Monstranz vor sich herträgt, wenn diese Organisation im Kern verrottet ist. Und wenn ich das so sage, dann ist das wirklich nicht zum Lachen. Uns Kammerkritikerinnen und Kammerkritikern wird ja gerne vorgeworfen, wir würden alles Schöne und Gute im Kammerland zerstören wollen. Wir wären nämlich keine Kammerkritiker, wir wären Kammergegner. Tatsächlich aber haben die Kammerdinos, die Funktionäre, die sich schon seit Jahrzehnten diese Organisation unter den Nagel gerissen haben, schon lange dafür gesorgt, dass es im Kammerland nicht mehr viel Schönes und Gutes gibt. Und ich will an dieser Stelle mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, wie viele von euch und Ihnen in direktem Kontakt mit Industrie- und Handelskammern stehen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Organisation unbemerkt einen wahnsinnigen Einfluss in unsere Gesellschaft nimmt, weil sie vom Gesetzgeber Aufgaben übertragen bekommen hat und weil sie eine wahnsinnig große Lobbymacht darstellt. Wir haben das hier in Stuttgart zum Beispiel erlebt, im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen in Stuttgart 21, wo sich die Industrie- und Handelskammern hier in Baden-Württemberg teilweise sehr offen, einige von Ihnen oder euch erinnern sich vielleicht an das Plakat, an dem IHK-Gebäude, den Zahn haben wir ihnen gezogen, das muss dieser abhängen, aber auch hinter den Kulissen mit wahnsinnigen Einflussmöglichkeiten breit machen. Das heißt, wenn die These stimmt, dass diese Organisation im Kern verrottet ist und wenn stimmt, dass sie so viel Einfluss auf das gesellschaftliche Leben hat, dann ist das ein Problem oder ein Thema, was die gesamte Gesellschaft angeht. Wir stehen also einer Kammerorganisation gegenüber, die ihren eigenen Ansprüchen nicht im Ansatz gerecht wird, die die Möglichkeit der Selbstverwaltung, die ohne lebendige Binnendemokratie selbstverständlich nicht ausgeschöpft werden kann, verkümmern lässt. Und die von Funktionären kontrolliert wird, die sich wahlweise die Taschen vollstopfen oder die Organisation eben für die Durchsetzung ihrer persönlichen oder unternehmerischen Partikularinteressen missbrauchen. Schauen wir uns dieses Gap, dieses Loch zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser ehrbaren Gesellschaft also mal etwas genauer an. Die Wirtschaft, auch die Industrie- und Handelskammern, bemängeln zum Beispiel, dass wir in Deutschland mit 16 Bundesländern föderalistisch etwas übervorsorgt seien. Also Bremen und Saarland scheinen manchen verzichtbar, möglicherweise auch hier in Baden-Württemberg, ich weiß das nicht. Berlin und Brandenburg könnten aus dieser Sicht endlich fusionieren. Gleichzeitig aber leisten wir uns in Deutschland 79 Industrie- und Handelskammern, deren Grenzen sich teilweise wirklich noch an Landmarken oder aber an den Grenzen alter Fürstentümer orientieren. Es gibt zum Beispiel eine IHK Coburg oder eine IHK Fulda. Die IHK Bremen und die IHK Bremerhaven haben erst, ich glaube, vor 2 Jahren fusioniert. So lange hatten die da oben 2. Wenn es denn mal zu einer Fusion kommt, dann geht das gelegentlich nur nach dem bedauerlichen Hinscheiden eines IHK-Funktionärs oder dem freiwilligen oder unfreiwilligen Rückzug von jemandem von so einem Posten. Immer dann, aber wenn es noch 2 aktive Alpha-Tierchen auf diesem Posten gibt, dann wird es nichts mit der Fusion. Da gibt es etliche Beispiele für, wo das probiert wurde und dann aber wieder in den Schubladen verschwand. Denn es gilt, 2 Präsidentenposten sind definitiv besser als einer. Und noch mehr gilt, 2 Hauptgeschäftsführungsposten sind noch besser als einer, weil da gibt es richtig Kohle. Das wissen wir ja nicht. Weiteres Beispiel ist für diesen Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Kammern treten energisch für eine Senkung, am besten Abschaffung der Gewerbesteuer ein. Gewerbesteuer zahle ich als Unternehmerin oder Unternehmer an den Staat, aber nur, wenn ich Gewinne mache. Die Kammern aber haben ein Faible für ein, nämlich ihr, bedingungsloses Grundeinkommen. In die IHK zahlen eingetragene Kaufleute und juristische Personen, also eine GmbH, und da gibt es ja auch sehr viele kleine, die nicht viel Erträge haben, ohne jeglichen Gewinn IHK-Beitrag. Also auf den Staat zeigt man und stellt große Forderungen, bei sich selber ist das total cool. Die Kammern wettern auch erheblich gegen die Kommunen,
und die Kommunalbetriebe, weil die sagen, der Staat soll nicht unternehmerisch tätig sein. Und von denen verlangen sie gleichzeitig noch die Harmonisierung von Steuern und Abgaben. Insbesondere bei Wassergebühren ist das von Industrie- und Handelskammern ein beliebtes Thema. Bei uns in Hessen haben die mal eine Studie gemacht und haben gesagt, Kassel ist viel zu teuer und Frankfurt viel billiger. Hätte man überlegen können, das Wasser von Frankfurt nach Kassel, aber das ist dann natürlich auch keine Lösung. Fakt ist, dass diese Industrie- und Handelskammern, die 79, die es gibt, sich eine sensationelle Kleinstaaterei leisten, wenn es darum geht, die Beiträge zu erheben. Das sind 79 unterschiedliche Beitragsstrukturen, die sind da nicht nur unterschiedlich hoch, sondern die sind auch der Struktur nach völlig unterschiedlich. Ein Beispiel hier in Baden-Württemberg, hier im Bezirk der IHK Stuttgart, finde ich total klasse. Hier zahlt jeder Betrieb einen einheitlichen Grundbetrag. Egal, ob das eine Pommesbude hier um die Ecke ist oder Daimler-Benz. Alle einen einheitlichen Grundbetrag. Es ist das, was die für gerecht halten. In anderen Industrie- und Handelskammern ist das gestaffelt. Und da gibt es auch Vorkehrungen dafür, dass sich so Konzerne nicht arm rechnen sollen. Und da sagt man, die zahlen einen Jumbo-Beitrag, also eine große AG von 15.000 oder 25.000 Euro. Und da kann Daimler dreimal mit Chrysler fusionieren und jahrelange rote Zahlen ausschmeißen, das müssen die trotzdem zahlen. Diese Strukturen sind völlig unterschiedlich, die Höhe ist völlig unterschiedlich, aber in der IHK-Landschaft ist diese Kleinstaaterei mit den entsprechenden Gebühren, die man dem Staat vorwirft, ist die aufgrund der Unterschiede in Kammerbezirken, so heißt es, gerechtfertigt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das schon Dialektik ist. Die Kammern wettern auch, ich habe das eben angesprochen, gegen die unternehmerischen Aktivitäten der öffentlichen Hand. Wenn sich also eine Kommune betätigen will, das ist jetzt der Einfluss, dann muss laut Gesetz, also wenn die Stadt Stuttgart zum Beispiel in irgendeinem Kommunalbetrieb noch eine GmbH gründen will oder irgendeine weitere Aktivität entfalten will, dann ist sie verpflichtet, von der IHK eine Stellungnahme einzuholen. Und die IHK Landschaft, Organisation sieht solche Aktivitäten der Kommunen natürlich nicht gerne. Die Kammerorganisation selber hat sich aber ein extrem weites Netz an gewerblichen Aktivitäten aufgebaut, mit denen sie logischerweise ihren eigenen Mitgliedern, die zum Beitrag zwangsverpflichtet sind, dann Konkurrenz machen. Die machen Unternehmensberatung, die haben Bildungseinrichtungen, und da rede ich jetzt nicht über die Ausbildung, duale Ausbildung, Bildungseinrichtungen, sondern ganz originäre Bildungsangebote, mit denen sie auf dem Markt teilweise querfinanziert aus den Zwangsbeiträgen ihren eigenen Mitgliedern schlimm Konkurrenz machen. Die haben IT-Firmen, es gibt Kammern, die unterhalten Hotels, warum auch nicht. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Und insbesondere im Bildungsgeschäft gehört die IHK Stuttgart, Clemens, Lokalbezug, ne, hat ihr darüber gesehen, zu den Big Playern. Also die IHK Stuttgart betreibt mit einem Aufwand und einem Risiko und gleichzeitig einer Mischung aus Arroganz und Selbstverständlichkeit Bildungsangebote für alle Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Jetzt kann man sagen, wenn die das mal beschlossen hätten, das ist im IHK-Gesetz nämlich ausdrücklich vorgesehen, dass Industrie- und Handelskammern sich für sowas zusammenschließen können, und dann machen wir einen Schluss und dann gibt es eben eine Einrichtung, die das bundesweit für alle betreibt, dann könnte man darüber diskutieren. Aber nein, das hat sich über Jahrzehnte so entwickelt. Und ich glaube auch sicher, dass die Funktionäre hier in Stuttgart, wenn sie auf ihre Bilanzen und ihre Wichtigkeit gucken, jedes Mal einen Meter größer werden. Wir wissen nicht, im Hinblick auf Mangel auf Transparenz, wer da möglicherweise bei welchem Pöstchen auch noch die Hand aufhält. Fakt ist, dass es dafür im Prinzip keine Grundlage gibt, dass die ausgerechnete IHK Stuttgart auch mit diesem unternehmerischen Risiko für 78 andere Industrie- und Handelskammern das Bildungsgeschäft teilweise miterledigt. Vor Stolz sterbend, so muss man es wirklich sagen, verweist die IHK-Organisation auf das ehrenamtliche Engagement der Wirtschaft im Bereich der beruflichen Ausbildung. Nun kann kein Zweifel daran bestehen, dass die duale Ausbildung ein Schatz ist, den es zu wahren gilt. Die Frage ist natürlich nur, die müssen wir an dieser Stelle jetzt stellen, ob dieser Schutz auch gelten soll für die Paläste, die sich die Kammerfunktionäre um diesen Schatz herum errichtet haben. Und die Frage muss erlaubt sein, zusätzlich, warum eigentlich das ganze ehrenamtliche Engagement auf einen Schlag wegfallen soll, wenn der Kammerzwang irgendwann wegfallen würde.
Also ich bin ja naiv und deswegen denke ich immer, wenn das ehrenamtliches Engagement ist, dann müsste das doch weiter bleiben. Das kann doch mit dem Zwang nichts zu tun haben. Oder andersrum, wenn das Engagement wegfällt, weil der Zwang wegfällt, dann kann es mit dem Engagement nicht so weit hergegeben sein. Über solche Fragen will die IHK-Organisation aber nicht diskutieren und mit uns Kammerkritikerinnen und Kammerkritikern schon gar nicht. Wer auf diese offenkundigen Widersprüche blickt, kann in dem heuchlerischen und jederzeit, das muss ich wirklich so sagen, ich bin seit 15 Jahren Mitglied einer Vollversammlung einer Industrie- und Handelskammer, auf dieses jederzeit besserwisserische Agieren der Kammern, darin lässt sich nicht viel Ehrbares entdecken. Es gibt durchaus, und das will ich ja wirklich hervorheben, es gibt durchaus Beispiele von Kammerfunktionären, die für diese Problematik und Thematik einen Blick haben. Genau diese Beispiele zeigen aber auch, dass, Gott bewahre, womöglich auch mit öffentlichen Äußerungen noch, wenn diese Kammerfunktionäre sich diesen Themen widmen wollen, das gilt in der IHK-Organisation, und da übertreibe ich jetzt wirklich nicht, als Hochverrat. Es gibt etliche Beispiele, eins übrigens aus Baden-Württemberg, der Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkskammertages hat mal in Hannover eine Rede gehalten, der ist kein Kammerkritiker, überhaupt nicht. Der hat in Hannover eine Rede gehalten und da hat er, ich weiß gar nicht, was das war, eine Tagung, und hat er gesagt, dass man sich schon auch strukturell richtig verändern müsste. Da gäbe es Reformbedarf, da müsste man was tun, hat relativ deutlich gesprochen. Und die Antwort war auch deutlich, 6 Wochen später war er kein Präsident des Handwerkskammertages in Baden-Württemberg mehr. Und da gibt es etliche Beispiele für, übrigens auch aus Baden-Württemberg, der Präsident der IHK Heilbronn, das ist noch länger her, ungefähr 10 Jahre schon. Da kam der von dem Brüsselbesuch zurück und hat gesagt, auch öffentlich, also mit dem Kammerzwang, das hätte wahrscheinlich keine Zukunft. Die Wahrheit war, dass er keine Zukunft hatte und relativ schnell kein IHK-Präsident in Heilbronn mehr war. Diese Zustände, die auch davon markiert sind, und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier in der Vollversammlung der IHK Stuttgart engagieren. Ich weiß das aus meiner Zeit jetzt in 15 Jahren in Kassel, und ich betreue als Geschäftsführer dieses Verbandes auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Vollversammlungen. Gekennzeichnet ist dies ohne jede Übertreibung von einem Klima der Angst. Also ich kenne Leute, die mich anrufen. Ich habe über die letzten 10 Jahre auch wirklich sehr valide Kontakte in die Kammerorganisation aufgebaut, die dann zu mir sagen, Böttinghaus, das darf aber keiner erfahren, dass wir überhaupt miteinander reden, geschweige denn, worüber wir geredet haben. Und ich kenne Unternehmerinnen und Unternehmer aus meiner Vollversammlung, die mich vor oder nach den Sitzungen angerufen haben und dann gesagt haben, du hast ja recht, aber wir können das hier öffentlich nicht sagen. Das ist ein Klima, das hat was zu tun mit wirtschaftlicher Angst. Also es hat mal jemand zu mir gesagt, ich kann dir nicht alles sagen, da sitzen lauter Kunden von mir. Und es ist aber auch ein Klima von sozialer Angst und sozialer Ausgrenzung. Diese Zustände erinnern tatsächlich mehr an ehrbare Gesellschaften als an ehrbare Kampfleute. Und markiert werden diese Zustände auch von dem Verständnis der IHK-Organisation für den Wert, die Bedeutung und die Einhaltung von Recht und Gesetz. Ich will das jetzt an 2 überregionalen Beispielen deutlich machen, lokal komme ich noch zu. Ne? Das eine ist, ich habe im Jahr 2010 tatsächlich mal gegen meine Industrie- und Handelskammer in Kassel einen Prozess vom Bundesverwaltungsgericht gewonnen. Da ging es um die Frage, zu welchen Themen dürfen die sich äußern oder nicht äußern und wie dürfen sie sich äußern und nicht äußern. Diesen Prozess habe ich gewonnen. Der war dann tatsächlich auch die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass es uns gelungen ist, hier in Stuttgart wiederum mit gerichtlicher Unterstützung, aber immerhin die IHK zu überzeugen, dieses dusselige S21-Plakat von der Wand zu nehmen. Und die Reaktion der Kammerorganisation ist gewesen, es gibt auch sowas wie ein Institut für Kammerrecht, die haben Organisationen, das ist sensationell, Geld spielt ja keine Rolle. Und deswegen gibt es auch jährlich einen Kammerrechtstag. Und dann hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, auf dem Kammerrechtstag, der auf diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts folgte, eine Debatte zu erleben, wie man mit diesem Urteil umgeht. Man könnte mal hingehen und sagen, das Urteil ist jetzt da, jetzt halten wir uns daran. So läuft das aber in Kammerland. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und diese Arbeitsgruppe hat sich dann überlegt, sie machen Folgendes, sie lassen jetzt in den Industrie- und Handelskammern bundesweit sogenannte Beschlussteppiche, der Begriff ist wirklich nicht von mir, Beschlussteppiche, durch die Vollversammlungen beschließen, möglichst viele, möglichst oberflächlich.
Und dazu haben sie das Instrument der Ableitungs- und Konkretisierungskompetenz der Funktionäre entdeckt. Und beides zusammen sollte dazu führen, dass es einfach weitergeht. Und wir erleben tatsächlich, dass es auf dieser Ebene, insbesondere auf der Ebene des DIHK, und nämlich beim zweiten Beispiel, wirklich so weitergeht. Das Gericht, das Bundesverwaltungsgericht hat damals gesagt, diese Regeln, die für die Industrie- und Handelskammer gelten, also diese Einschränkungen, und das sind Einschränkungen, wir dürfen zum Beispiel nicht, wie ich hier, weil ich bin Geschäftsführer des Verbandes, ich darf hier auf die Sahne hauen, dass es spritzt nach allen Seiten, ich darf mir auf das Recht auf freie Meinungsäußerung berufen, das darf ein IHK nicht. Ein IHK kann sich nicht auf das Recht auf freie Meinungsäußerung berufen, weil sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das hat was damit zu tun, dass diese Form der Organisation eben zurückhaltender sein muss. Und zwar erst recht, wenn sie Zwangsmitglieder hat, mit den unterschiedlichsten inhaltlichen Auffassungen zu diesem Thema, Also gilt das auch für den Dachverband DIHK in Berlin. Nun haben die ein erhebliches Mitteilungsbedürfnis und finden solche Regeln deswegen nicht gut. Und weil sie obendrein näher dran sind an der ehrbaren Gesellschaft als am ehrbaren Kaufmann, halten sie sich nicht dran. Es gibt einen Kollegen, der jetzt seit fast 15 Jahren einen Prozess führt darum, dass seine IHK in Nordrhein-Westfalen aus dem Dachverband DIHK austritt, weil der dauernd gegen diese Gesetze verstößt. Und im Laufe dieses Verfahrens, das war schon einmal beim Bundesverwaltungsgericht, da haben wir schon einmal gewonnen, aber noch nicht so richtig, nach 14, 15 Jahren stellen die Gerichte immer noch aktuelle Rechtsüberschreitungen fest. Und ich habe einen Kammerrechtstag erlebt, das war nach der Zwischenentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wo dieser Dachverband DIHK ein wahnsinnig kompliziertes Regelwerk vorgestellt haben, wie die das jetzt machen wollen, um sozusagen gerichtsfest weitermachen zu können. Zwei Leute haben einen Vortrag gehalten über eine halbe Stunde. Wir saßen da, haben das alles angehört. Und dann hat sich ein Kammerfunktionär, und ich will das ausdrücklich sagen, ich kannte den nicht, ich habe vorher mit dem nie geredet, danach auch nie wieder, ein Kammerfunktionär aus Nordrhein-Westfalen gemeldet, der das genauso angehört hatte wie ich, und dann hat er gesagt, hören Sie mal, Herr Kollege, das hört sich ja jetzt alles ganz interessant an, was Sie da gemacht haben, aber es kostet auch einen Haufen Geld, Personal eingestellt, eine Software programmiert und so. Haben Sie nicht mal überlegt, dass es viel einfacher wäre, sich ans Gesetz zu halten? Hat er wirklich so gesagt. Also die Reaktion war die, von der ich vorhin gesprochen habe, ne, erst kurz gezuckt da vorne und dann den Hochverräter zur Rede gestellt. Über sowas wird nicht nachgedacht. Die Lösung ist nicht im Sinne der Mitglieder und mit einem Respekt für Rechtsprechung und die entsprechend dahinterliegenden Gesetze, dann tatsächlich rechtskonformes Handeln herzustellen, sondern die Umgangsweise ist, wie kriegen wir das hin, dass wir weitermachen können wie vorher. Dass, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, eine tatsächlich funktionierende Selbstverwaltung, eine lebendige Binnendemokratie braucht, das liegt auf der Hand. Und das Letzte, was in der IHK-Organisation aber wirklich Kultur hat, ist eine lebendige Binnendemokratie. Bereits das Wahlrecht legt den Grundstein für die höchst undemokratische Gleichung, die da lautet, mehr Geld, mehr Macht. Das ist jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern wenn Sie sich dieses Wahlrecht angucken, dann stellen Sie fest, wer dieses Wahlrecht kennt, dass es ganz wenige Stimmen für Mandate schon braucht, wenn Banken oder Großkonzerne wählen. Da kriegt man so ein Mandat in so einer Vollversammlung auch schon mal, je nachdem welche Kammerbezirk das ist, für 16, 20 oder 25 Stimmen. Und wenn dann das unternehmerische Fußvolk wählt, dann brauchen Sie aber schon etliche 100 Stimmen, um so ein Mandat in einer Vollversammlung zu ergattern. Das sagt der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, das ist ein Ständewahlrecht aus vergangenen Jahrhunderten, das wird hier aber immer noch praktiziert. Ich weiß nicht, ob, wenn ich darauf hinweise, dass Banken und Konzerne es relativ einfach haben, so an die Macht zu kommen, ob ich dann jetzt schon bei den Jusos eintreten muss, wenn ich das beim Namen nenne, und auf der anderen Seite können und wollen wir darüber nicht schweigen, wenn wir die IHK-Organisation verändern wollen. Dass die Kaktus-Initiative hier in Stuttgart, die rund ein Drittel der Sitze in der Vollversammlung errungen hat, keinen einzigen Sitz im Haushaltsausschuss hat, ist ein Treppenwitz, über den wir aber nicht lachen können. Zum Vergleich mal, man kann ja im Bundestag vieles kritisieren, aber im Bundestag gilt die Regel, dass die größte Oppositionsfraktion den Vorsitz im Haushaltsausschuss bekommt. Die würden ja mit ihren Stimmverhältnissen dann nie gewählt werden. Und hier
Demokratie, ehrbare Kaufleute, ist es so, 33% der Mitglieder der Vollversammlung sind in dem wichtigen Haushaltsausschuss nicht vertreten. Und das spielt hier in Stuttgart, das ist in anderen Industrien, Handelskammern teilweise anders, wirklich eine Rolle, weil es tatsächlich auch nochmal ein erhebliches Informationsgefälle über die finanzielle Situation der IHK gibt zwischen denen, die im Haushaltsausschuss sitzen und zwischen denen, die da nicht sitzen. Also in meiner Industrie- und Handelskammer in Kassel würde ich sagen, leiden die jetzt, die da drin sind, vielleicht leiden die gar nicht, weil sie nicht da drin sitzen, aber jedenfalls informationsmäßig sind sie nicht wirklich benachteiligt. Das Gleiche gilt auch für den Ausschluss der Kakteen aus dem Präsidium hier. Dazu muss man wissen, dass das Wahlrecht in Industrie- und Handelskammern darauf angelegt ist, die sogenannte Spiegelbildlichkeit der Wirtschaft dann in der Vollversammlung abzubilden. Also das ist ein Wahlrecht, das könnte man vergleichen mit, wenn zum Bundestag gewählt wird und man sagt, da wählen also die Schwulen wählen, kriegen ein paar Mandate, die Lesben kriegen auch ein paar, die Frauen kriegen ein paar, dann machen wir noch ein paar Sitze für katholische Pastoren, dann welche für evangelische. Also die Gesellschaft wird so separiert und dann wählen die sich alle ihre Mandate. Und dann ist die Idee, das größenordnungsmäßig so hinzukriegen, dass sich unsere Gesellschaft im Bundestag widerspiegelt. Irgendjemand muss mal auf die Idee gekommen sein, dass das keine gute Lösung ist und deswegen wählen wir so, wie wir wählen. Aber in den Industrie- und Handelskammern denkt man, das wäre immer noch nötig und es wird von der Kammerorganisation auch wirklich mit Zähnen und Klauen verteidigt. Das wäre das Nonplusultra und anders ging es nicht. Wenn das aber stimmen sollte, wenn das tatsächlich eine so hohe Bedeutung haben sollte, dann muss man die Frage stellen, warum dann die Spiegelbildlichkeit hier zum Beispiel durch die Vertreterinnen und Vertreter der Kaktusgruppe im Präsidium wirklich egal ist. Da hat man dann die Mehrheit und dann sagt man zu denen, ihr bleibt draußen. Und wirklich so, man muss wirklich, dieses Zeichen ist angemessen. Ich möchte im Hinblick auf die Transparenz und die Binnendemokratie dann nochmal deutlich machen, wie das dann auch im Zusammenhang funktioniert, wenn man sich dagegen wehrt. Sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Klagen dann auch gegen diese IHK-Organisation zur Wehr setzt. Und das Hauptamt exekutiert dann vor Gericht die Verteidigung der IHK, ohne jemals zu fragen und abstimmen zu lassen, was da eigentlich verteidigt werden soll. Und der finanzielle Einsatz ist sensationell. Also ich habe einen Prozess geführt für Kolleginnen und Kollegen in die Handelskammer Hamburg, Streitwert 5.000 Euro in der ersten Instanz. Wir haben den gewonnen. Und in Hamburg gibt es so etwas Feines wie ein Transparenzgesetz. Und dann haben wir hinterher gefragt, so Freunde der Nacht, jetzt habt ihr verloren, das Verfahren ist beendet, was hat denn der Spaß gekostet? Und da stellte sich raus, dass die IHK Hamburg, die eine riesen Rechtsabteilung hatte und zwei promovierte Jungs von denen saßen auch im Gerichtssaal, die hatten sich aber noch einen Professordoktor geleistet, zusätzlich noch einen Doktor, und die hatten nur für diese erste Instanz 101.000 Euro an Anwaltshonoraren im Kopf gehabt. Und man muss es nicht selber bezahlen. Wir haben hier im November den Prozess geführt um die Vermögenslage der IHK in Stuttgart. Am 8. November, IHK Stuttgart war personell auch gut vertreten. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Wobei man sagen muss, eine Woche später hatten wir denselben Prozess im selben Saal gegen die IHK Heilbronn. Die hat es fertig gebracht, aber nochmal doppelt so viele. Möglicherweise, weil das in Heilbronn ein schöner Betriebsausflug war. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte sich die IHK Stuttgart auch einen Anwalt dazu geleistet. Da habe ich einen kleinen Schrecken bekommen, weil ich dachte, Baden-Württemberg, Stuttgart, hätte ich gedacht, ist mit Anwältinnen und Anwälten gut verseucht. Aber die IHK Stuttgart hat sich jemand aus Berlin eingeflogen. Also, ich weiß nicht genau, ob die wirklich so eine Unterversorgung haben. Sollten sich mit der Rechtsanwaltskammer, die gibt es hier auch vielleicht mal auseinandersetzen. Die IHK Stuttgart hat diesen Prozess dann tatsächlich auch verloren, aber wie viel der gekostet hat, das weiß niemand, außer den Jungs, die den Deckel bezahlt haben. Anfragen dazu werden nicht beantwortet. Das neue Transparenzgesetz oder Informationsfreiheitsgesetz, ich weiß nicht genau, wie es heißt hier in Baden-Württemberg, begünstigt ausdrücklich die Kammer. Die sind ausdrücklich davon ausgenommen, wir müssen keine Fragen beantworten. Und ohne Transparenz gibt es keine Binnendemokratie. Das ist klar. Also wenn ich nichts weiß, kann ich mich für kein Thema engagieren, einsetzen, kann keine Probleme auch gegebenenfalls nach außen tragen, weil diejenigen, die da gewählt sind, die sind ja im Auftrag von Unternehmerinnen und Unternehmern gewählt, wenn die sich rückkoppeln wollen und dann sagen, worum es überhaupt geht. Wenn ich aber nichts weiß, ist das
von Anfang an tot. Und ich will ganz deutlich machen, dass das deswegen so bedauerlich ist, weil es ja durchaus Fortschritte gibt. Ich habe erzählt, ich sitze seit 15 Jahren in der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Kassel und ich habe dort tatsächlich nur ungefähr 6 Jahre gebraucht, bis die nicht nur verstanden haben, wie man geheim wählt, sondern bis sie es auch gemacht haben. Das ging also relativ flott. Also für die IHK-Organisation ist 6 Jahre da eigentlich ein schöner Wert. Man muss halt Geduld haben. Und das ist dann klassisches Lernen in Etappen, aber es funktioniert jetzt. Also das, vor 6 Jahren haben sie es ungefähr geblickt und seitdem, wir haben jetzt gerade wieder frisch gewählt, es funktioniert jetzt, ich muss nicht mehr streiten, sie machen das. Aber ich weiß, dass diese Art, wirklich geheim zu wählen, also man muss in eine Wahlkabine gehen und nicht irgendwo, macht man nur, wenn man Lust hat oder so, dass wir in Kassel von den 79 Industrie- und Handelskammern, ich glaube nicht, dass das mehr als 5 so machen. Ich weiß nicht, wie das in Stuttgart hier ist. Wahlkabinen, die benutzt werden? Nein, natürlich nicht. Wir haben auch keine. Gut. In Berlin, das ist auch ein positives Beispiel, dürfen Mitglieder der Vollversammlung die Protokolle des Präsidiums einsehen. Das ist wichtig, das ist Information und Transparenz. Ich habe an der IHK Berlin einen Haufen Zeug auszusetzen und das finde ich gut. Und diese positiven Beispiele, das ist uns wichtig, müssen auch benannt werden. Und in einigen Industrie- und Handelskammern sind die unseligen Kooptationen, das ist dann so, wenn die Vollversammlung von der Wählerschaft gewählt ist, und dann fehlen aber noch ein paar Expertinnen und Experten, dann wählen sie noch ein paar dazu. Die sogenannte mittelbare Wahl. Hoch umstritten demokratisch natürlich. Und etliche Industrie- und Handelskammern praktizieren es entweder seit Jahren nicht mehr oder haben es jetzt tatsächlich abgeschafft. Beim Blick auf die handelnden Personen, das muss ich dann nach all diesen Jahren so feststellen, und das gilt vor allem, was heißt vor allem, im Besonderen, aber auch für die IHK Stuttgart, liegt der Gedanke, dass es zwischen ehrbaren Kaufleuten und ehrbaren Gesellschaften eine erschreckende Nähe gibt, also wirklich nahe. Dabei denke ich zum Beispiel an den IHK-Präsidenten oder den ehemaligen IHK-Präsidenten in Potsdam, der sich von der IHK neben der Sekretärin und einer satten Aufwandsentschädigung auch noch einen Dienstwagen aus der Produktion einer schwäbischen Autoschmiede, das ist der Lokalbezug wieder, ne? quasi als Viagra-Ersatz hat finanzieren lassen. Das Auto, ich habe ein Bild davon gesehen, so flach wie die Moral seines Fahrers und so schnittig wie die Ausreden, die er hinterher gebraucht hat, um das irgendwie zu rechtfertigen. Ich denke dabei auch an die Vergütung so mancher Hauptgeschäftsführerinnen und Hauptgeschäftsführer. In einigen Fällen, in Hamburg, in Kassel und in Köln, ist das ja auch öffentlich geworden, nur damit Sie da mal so ein Gefühl für kriegen. Die Rechnungshöfe und zum Beispiel der ehemalige Wirtschaftsminister in Niedersachsen, der nun wahrlich kein Kammerfeind ist, die sagen, wie es ist, die sagen, eine Kammer ist eine Behörde. Und dann sollen die Chefs von dieser Behörde oder die Chefin auch wie Behördenleiter oder Leiterin bezahlt werden. Das ist auch in Ordnung. Und da kann dann auch schon mal 100.000 oder 120.000 sein. Und wenn Sie sich noch eine Schippe drauflegen, dann sind 150.000, da kann man politisch drüber streiten, aber es ist kein Skandal. Um das jetzt mal mit Zahlen zu hinterlegen, der in Hamburg abgelöste Kammerfürst hat sich pro Jahr 620.000 Euro bezahlt. Und dazu muss man jetzt noch wissen, dass diese Behörden, wenn sie groß sind, meine IHK Kassel ist ein mittlerer, die haben so um die 100 Vollzeitstellen, sind mehr Leute, die da arbeiten, aber Vollzeitstellen sind ungefähr 100. Ich weiß nicht, ich glaube in Stuttgart wahrscheinlich 250 oder so, schätze ich mal, ne? Genau. Also größer sind die nicht und die haben keine unternehmerische Verantwortung und nichts. Also Hamburg 620.000. Meine Hauptgeschäftsführerin in Kassel, wir haben freundlicherweise die in Berlin gescheiterte Wirtschaftssenatorin vererbt bekommen. Das ist schön, wenn die dann noch was finden. Kriegt bei den 100 Vollzeitstellen eine 250.000. Und in Köln, in der IHK Köln, das ist eigentlich auch ganz nett, sie haben eine schöne Lösung gefunden, da kriegt der Hauptgeschäftsführer nur ein Gehalt von 180.000. Aber das ist klar, davon kann er nicht leben, deswegen kriegt er noch eine Prämie von 140.000 Euro. Und dann geht es. Dann kommt er durch. In anderen Fällen, zum Beispiel in der Handwerkskammer in Köln, das ist jetzt gerade aktuell geworden, weil da sowohl der Hauptgeschäftsführer als auch der stellvertretende Hauptgeschäftsführer vor 2 Wochen ungefähr gefeuert worden sind, weil sie eben mit ihren Gehältern nicht zufrieden waren, sondern auch von den Tochterfirmen, die sie im Rahmen ihrer Position auch sowieso mit zu verantworten haben, noch nebenher was kassiert haben. Diese Gier frisst Herz- und Hirnmentalität hat mit Ehrbarkeit wirklich nichts zu tun. Nichts, nichts, nichts. Aber in immer noch sehr vielen Fällen, sehr, sehr vielen Fällen, wir haben in Deutschland über 300 Kammern,
geht ja nicht nur um die 79 Industrie- und Handelskammern, wir haben noch 53 Handwerkskammern. In ganz vielen Fällen findet dieser Raubzug auf Kosten der Mitglieder und eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und da muss man ganz klar sagen, ohne die Gedanken oder aber bedenkenlose Rückendeckung aus der Politik wäre das nicht möglich. Ja, also wenn jetzt in Baden-Württemberg, und wir haben uns darum bemüht, wir hatten Termine im Landtag, wenn es in Baden-Württemberg ein Transparenzgesetz gäbe mit der Verpflichtung, die Gehälter zu veröffentlichen, dann wäre das nicht möglich. Und um jetzt mal deutlich zu machen, dass das gar nichts Besonderes ist. Ja? Die Vorstände aller DAX-Unternehmen, und da reden wir tatsächlich über die Privatwirtschaft, sind gesetzlich verpflichtet, ihre Gehälter zu veröffentlichen. Die Vorstände aller gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Gehälter zu veröffentlichen. Also wir fordern hier nichts im Sinne eines Kevin Kühnert, also nichts Revolutionäres, ja? Sondern das ist eigentlich etwas, was in dieser Gesellschaft völlig normal ist. Und dann stellen wir aber fest, dass in einem Land, zum Beispiel wie Schleswig-Holstein, extra ein Gesetz gemacht wird, ein Landesgesetz, in dem alle leitenden Funktionen in Kommunalfirmen oder Landesfirmen oder wie auch immer verpflichtet werden, ihre Gehälter zu veröffentlichen regelmäßig. Und die Kammern sind ausgenommen. Die müssen das nicht. Ohne die Politik geht das nicht. Und deswegen muss die Kritik an diesen Zuständen immer auch eine Kritik an der Politik sein, die mit diesen Gesetzen die Kammern, beziehungsweise, wenn wir die Kammern als die Selbstverwaltung der Wirtschaft denken, eben nicht die Kammern, sondern Kammerfunktionäre, die davon profitieren, damit schützen. Hier in Stuttgart würden wir es auch gerne wissen, ne? Wie viel das denn am Ende so ist. Was wir ahnen, lässt uns das Schlimmste befürchten, das muss man auch so sagen. Auf der anderen Seite dürfen wir hoffen, dass mit dem neuen Amtsinhaber, mit dem Wechsel jetzt, also dass dieser neue Amtsinhaber nicht mehr ganz so arg und schamlos hinlangt wie sein Vorgänger, aber zu verbergen scheint es immer noch was zu geben. Und vielleicht ist das so viel tatsächlich, dass man, wenn man etwas verbirgt, dann muss die Mauer ja sehr hoch sein, wenn es sehr viel ist. Dass auch hier in der IHK Stuttgart sich die Funktionäre traditionell mit der Unterscheidung von mein und dein etwas schwer tun, markiert eine Geschichte aus dem Jahr 2012. Jetzt werden einige von Ihnen hier denken, Mönch, das sind aber olle Kamellen. Also olle Kamellen, das ist Kölsch für alte Bonbons. Und Kölsch, das ist das, was in Köln als Mundart an die Stelle der Sprache tritt. Also, ne, Sie werden jetzt sagen, alte Bonbons. Ich glaube, wir sind uns einig mit den Kolleginnen und Kollegen, die in der Vollversammlung kämpfen, dass diese Zustände sich hier nicht wesentlich verbessert haben. Und deswegen erlaube ich mir, diese Geschichte aus dem Jahr 2012 zu erzählen. Der damalige Hauptgeschäftsführer der IHK Stuttgart, der Herr Richter, fühlte sich von meinem Verband und insbesondere von mir unzulässig geschmäht und zog deswegen vor Gericht. Also erstmal in Ordnung, weil das kostet ihn ja nichts. Das Beste war deswegen gerade gut genug und deswegen musste es das Landgericht in Hamburg sein und die renommierte Medienkanzlei Scherz-Bergmann, ich glaube auch nicht in Stuttgart ansässig, wurde dafür engagiert. Und wie gesagt, nach allem, was wir wissen, wurde der Deckel von der IHK bezahlt. Anstelle von Herrn Richter schlug in den Hamburger Gerichtssälen dann auch jedes Mal nicht er selber, sondern die Justiziare der IHK Stuttgart auf. Es kam also so teuer, wie es kommen musste. Mein Anwalt flüsterte mir beim Betreten des Gerichtssaals zu, das können wir nicht verlieren. Und als wir den Gerichtssaal verließen, lautete sein trockener Kommentar, das hätten wir nicht verlieren dürfen. Das war die erste Instanz. Am Ende haben wir es in der zweiten Instanz nämlich dann tatsächlich gewonnen. Und der entstandene erhebliche Deckel, den die IHK Stuttgart zu zahlen hatte, also alleine auf unserer Seite waren das Kosten in Größenordnung von knapp 10.000 Euro, wird sicherlich zu dem von uns Kammerkritikern immer geforderten Vermögensabbau in der IHK Stuttgart beigetragen haben. Aber eben auf eine andere Art und Weise, als wir das fordern. Und für den vergeblichen Einsatz um die verlorene Ehre des Andreas R. sind etliche von Ihnen hier im Saal arbeiten gegangen, weil er selber das ja nicht bezahlt hat. Und Sie gehen auch arbeiten für die vielfältigen Aktivitäten der Funktionäre in den Kammern, die angeblich in Ihrem Interesse irgendwo Buffets aufbauen oder sich an den aufgebauten Buffets anderer laden und das dann als Schwerarbeit in 14-Stunden-Tagen in Vollversammlungen rechtfertigen. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, zu den unappetitlichen Manifestationen kämmerlichen Wirkens
gehört aber auch, dass sich zahlreiche Akteure unter dem Deckmantel der Vertretung des Gesamtinteresses der Wirtschaft in Kammergremien breit gemacht haben und sich häuslich eingerichtet haben, um dabei wirklich ihre Partikularinteressen zu vertreten. Ich will das an einem überregionalen und zwei ganz wichtig lokalen Beispielen deutlich machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine politischen Ansichten zur Ausgestaltung der Erbschaftssteuer in der Wirtschaft insgesamt nicht mehrheitsfähig sind. Wahrscheinlich hier in Baden-Württemberg, so befürchte ich noch nicht mal in diesem Raum. Aber das ist nicht schlimm. Andererseits bin ich ganz sicher, dass die jahrelange massive Priorisierung dieses Themas durch die IHK-Organisation und durch ihren Dachverband DIHK in keiner Weise den Prioritäten der IHK-Zwangsmitglieder entsprochen hat. Hier hat tatsächlich der langjährige DIHK-Präsident, ein milliardenschwerer Familienunternehmer, muss gestehen, aus meinem Bezirk der IHK Kassel, seine Position schlicht missbraucht, um das Erbe seiner Kinder zu sichern. Das kann man machen. Entspricht aber in der Schwerpunktsetzung, da kommt es jetzt wie gesagt nicht auf die inhaltlichen Meinungen an, sondern in der Schwerpunktsetzung nicht den Interessen der Gesamtwirtschaft, denn wir wissen, dass über 90% der IHK-Mitglieder Firmen mit bis zu 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Das sind alles Kleinbetriebe. Wenn die was zu vererben haben, fällt das sowieso unter die Freibeträge. Eine solche Instrumentalisierung der IHK-Organisation ist alles Mögliche, aber nicht ehrbar. Vor nicht so langer Zeit, und das ist mein erstes regionales Beispiel, hat Ihre IHK, die IHK Stuttgart, ihre höchste Auszeichnung, den Merkur, nicht zu verwechseln mit den Spielhöllen, an einen Unternehmer verliehen, dessen Unternehmen in seiner Verantwortung wegen Kartellbetrug verurteilt wurde. Für wahr ein ehrbarer Mensch. Nun sind Wiedereingliederung und Resozialisierung wichtige Gedanken in unserer Gesellschaft. Ich habe aber meine Zweifel, ob eine solche Preisverleihung hier eine geeignete Maßnahme darstellen kann. Das zweite Beispiel ist der Präsident der Bezirksversammlung der IHK Ludwigsburg, ein ganz aktuelles Beispiel, hat vor wenigen Tagen den Antrag der Kolleginnen und Kollegen von der Kaktus-Initiative, die Klimaschutzziele jetzt umzusetzen, gar nicht erst für die Tagesordnung zu belassen. Da sorgt also ein einzelner IHK-Funktionär dafür, dass wegen seinem eigenen Desinteresse oder wegen anders gelagerter Interessen eine Vollversammlung ein Gesamtinteresse der Wirtschaft, und da gibt es ja durchaus etliche, die sich für Klima nicht nur aus altruistischen Motiven, sondern vielleicht sogar aus wirtschaftlichen Motiven interessieren, dass eine Vollversammlung dazu dieses Gesamtinteresse erst gar nicht ermitteln kann. Das hat mit Selbstverwaltung nichts zu tun, das hat nichts mit Binnendemokratie zu tun und ehrbar ist das schon gar nicht. Und mit einem Bewusstsein um die Verpflichtung, die aus dem Grundgesetz zur Nutzung von und um den Umgang mit Eigentum folgt, hat das schon gar nichts zu tun. Von der Allgemeinwohlverpflichtung will ich dann hier heute gar nicht mehr reden, sonst bekomme ich am Ende tatsächlich noch einen Juso-Parteischiff. Es gibt, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, im Zusammenhang mit der vermeintlichen oder der tatsächlichen Gegenleistung, die wir als Zwangsmitglieder in den Industrie- und Handelskammern erhalten, eine erfreuliche, wie ich finde, weil sehr erfrischend ehrliche Kommentierung zum Gesetz. Ich lege Wert dabei auf die Feststellung, dass diese Kommentierung von Leuten stammt, denen man wirklich alles Mögliche vorwerfen kann, aber keine kritische Haltung zur Kammerorganisation. Das sind nämlich alles IHK-Funktionäre, die schreiben sich auch ihren Kommentar selber. Das ist natürlich auch in gewisser Weise praktisch. Diese Stelle im Kommentar lautet hinsichtlich der Gegenleistung, die wir für die Zahlung des IHK-Zwangsbeitrags erhalten, dass sich diese Gegenleistung bzw. der daraus erwachsene Vorteil für den Zahlungspflichtigen bis zu einer Fiktion verflüchtigen kann. Meine Lieblingsstelle kommt. Und das ist die Rechtfertigung dafür, dass das in Ordnung ist. Verflüchtigt. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, da muss man sich die Fragen, was ist das für ein Bewusstsein von Ehrbarkeit von Kaufleuten, die sagen, ich brauche keine Gegenleistung. Und was ist das für eine Haltung, für einen Einsatz für sowas?
Die Kammerorganisation ist mehrheitlich und ganz überwiegend seit Jahrzehnten Leute in die Hände gefallen, die sich ehrbar geben und dabei ohne jeden Skrupel noch skrupellosere Geschäfte machen. Und insofern ist die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Berlin an dieser Stelle konsequent und aufklärerisch. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat nämlich geurteilt, dass auch Kriminelle, die mit gestohlenem Gut handeln, einer IHK angehören. Wir sehen also, dass es tatsächlich eine Nähe zwischen ehrbaren Gesellschaften und ehrbaren Kaufleuten in der IHK gibt. Das ist jetzt sogar gerichtsnotorisch. Das kann zu Verwechslungen führen und das hat zu Verwechslungen geführt. Es ist also an uns, und soweit Sie unternehmerisch aktiv sind, ist es auch an Ihnen, hier wieder zu klareren Grenzziehungen zu kommen. Und es ist dann an denjenigen, die unternehmerisch aktiv sind, auch daran, die Selbstverwaltung für uns wieder zurückzuerobern. Die Kaktus-Initiative hier in Stuttgart will und wird bei den Wahlen 2020 dazu einen erneuten Anlauf starten und hat die Vision einer anderen Mehrheit in der Vollversammlung. Mit Leuten, die nur meckern, wird ein solcher Erfolg nicht möglich sein. Wir brauchen also jetzt viele, die mit anpacken, viele, die das weitererzählen, weitertragen, damit sich Kolleginnen und Kollegen bei den Aktiven hier melden. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. Auf der anderen Seite hat Helmut Schmidt auch gesagt, diese Zwangsmitgliedschaften in Industrie- und Handelskammern sind die Fortsetzung des Mittelalters. Seien wir also mutig, stellen wir mutig unsere Vision einer demokratischen und leistungsorientierten Selbstverwaltung gegen die Fiktion von Leistung und Ehrbarkeit der IHK-Organisation. Und seien Sie sich alle darüber im Klaren, dass dies ein Thema ist, was eben nicht nur die Wirtschaft angeht. Wenn Sie eine Umfrage machen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft und in der Öffentlichkeit, also auch in der Presse, eine Umfrage oder eine Fragestellung, die lautet, in wessen Auftrag ist eine Industrie- und Handelskammer unterwegs? Dann werden Sie nach meiner Erfahrung, und zwar von Leuten, die sich damit auch gut auskennen und richtig professionell beschäftigen, in über 90% der Fälle die Antwort erhalten, naja, wir sind im Auftrag der Wirtschaft unterwegs. Und das ist falsch. Die Industrie- und Handelskammern haben das Privileg, dass sie die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer als Zwangsmitglieder verpflichten dürfen. Das ist ein Privileg. Das ist ein Grundrechtseingriff. Ein Grundrechtseingriff, der gerechtfertigt ist. Nicht jeder Grundrechtseingriff ist per se ungerechtfertigt. Also ich darf den Clemens Morlock nicht hauen. Das ist eine Einschränkung meines Grundrechts auf freie Entfaltung. Auf der anderen Seite hat er das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das wird gegeneinander abgewogen. Aus irgendeinem Grund sagt jemand, sein Grundrecht liegt schwerer als meins. Also Grundrechtseingriffe sind per se nichts Schwieriges. Tatsächlich ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, und es wird von der Rechtsprechung auch geteilt, dass der Grundrechtseingriff des Kammerzwanges deswegen zulässig ist, weil die Industrie- und Handelskammern in der Lage wären, dem Gesetzgeber quasi auf dem silbernen Tablett das sogenannte Gesamtinteresse der Wirtschaft zu übergeben. Und dieses Gesamtinteresse ließe sich nur ermitteln, wenn alle Mitglied sein müssen. Das heißt mit anderen Worten, in allererster Linie ist dies ein gesellschaftlicher Auftrag. Das heißt, die Kammern sind in allererster Linie der Gesellschaft gegenüber rechtfertigungspflichtig, wegen diesem Auftrag. Und dann kommen alle anderen und dann natürlich relativ schnell am Anfang die Wirtschaft. Aber weil, das ist der nächste Punkt, die Kontrolle der Gesellschaft auf die Kammern so wichtig ist, das ist deswegen so, weil, wie ich es eingangs gesagt habe, die Kammern einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Einfluss haben, der nur ganz wenig wahrgenommen wird. Das ist eine Verflechtung, die ist sensationell, die sind im Kapillarsystem unserer Gesellschaft unterwegs und wir als Gesellschaft haben dort einen Auftrag. Und das ist der letzte Punkt, den ich dann sagen möchte. Ich habe im Verband einen Haufen Leute, die sagen, Kammerorganisation, alles Verbrecher, Gangster und so weiter. Und oft genug stimmt das ja leider auch. Und das sagen ja teilweise sogar Kammerfunktionäre zu mir, wenn ich verspreche, dass ich nicht sage, dass sie zu mir gesagt haben. Tatsächlich ist das Problem aus meiner Perspektive ein anderes. Wir Menschen brauchen sowas wie soziale Kontrolle. Wir müssen Netzwerke haben, in denen wir aufeinander achten. Wenn wir die nicht haben, dann fangen wir an, Blödsinn zu machen. Das geht für jeden von uns.
Und die Kammerorganisation arbeitet seit Jahrzehnten sehr stark, uns gelungen in den letzten 10 Jahren das ein bisschen zu verändern, aber immer noch viel zu stark quasi außerhalb dieser Kontrolle. Es gibt keine Binnenkontrolle, weil es die Binnendemokratie nicht gibt. Die Öffentlichkeit, die Presse interessiert sich viel zu wenig und die Politik auch. Und in einem solchen Klima entwickeln sich solche Fehlstrukturen. Und dann geht es darum, das Gesamtklima, die Gesamtsituation zu verändern. Und deswegen brauchen Kolleginnen und Kollegen wie die Kaktus-Initiative hier in Stuttgart wirklich eine Unterstützung, sowohl von denen, die unternehmerisch aktiv sind, als auch von Leuten drumherum, die sagen, ich bin zwar nicht unternehmerisch aktiv, aber ich tanke immer an der Tankstelle, ich nehme mal einen Flyer zu meinem Tankwart oder zu der Tankfrau mit und übergebe das mal und sage denen hier, da gibt's was. Und ich fände das toll, wenn es gelingt, diesen Schwung, den die Kolleginnen und Kollegen jetzt hier seit 10 Jahren, 12 Jahren haben, so eine Unterstützung bekommen. Und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke.